Da vorne ist ein riesengroßer Fisch. Eklig. Also das ist sowas von eklig. Ich zeige euch das mal. Da sind noch echt viele Sachen drin, Freunde. Krass. Freunde, das ist ein reines Gruselkabinett. Und natürlich ein Wildschwein. Das finde ich ganz, ganz furchtbar. Ich weiß ja nicht, geht denn hier noch das Wasser? Also Freunde, ich bin hier sehr nervös in diesem Haus. Ich kann euch gar nicht sagen, warum. Und auch dieses Bild ist extremst gruselig. Mitten in den Bergen, einsam und abgelegen, liegt dieses Haus. Ich kann euch auch hier wieder gar nicht sagen, wieso ich so nervös war. Heiko und ich waren uns einfach nicht sicher, ist das wirklich verlassen. Ja, es waren zwar schon ein paar andere YouTuber dort, aber für uns sah es im ersten Moment so aus, als ob da noch irgendwie Aktivitäten stattfinden. Beim näheren Hinsehen und beim genaueren Inspizieren des Umfeldes des Hauses stellte ich fest, dass es dann tatsächlich doch verlassen ist. Dieses Haus ist sehr skurril, erkundet es gemeinsam mit mir. Der ist so gruselig, Freunde. Elbköppe TV, Urbex Pilgern und Outdoor. Moin Leute, was geht? Ich bin's, Chris. Herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer auf Elbköppe TV. Es geht bergauf. Heiko und ich wollen ein Haus auschecken. Falls ich es filmen werde, werdet ihr es gleich sehen. Ja, es ist eine andere Kamera, die ich gerade nutze. Ich benutze mein Telefon, weil der Akku der GoPro ist gerade leer. Und ich habe nur noch einen und den brauche ich gleich fürs Haus selbst. Ich zeige euch gleich erstmal die Aussicht hier, das ist der Hammer. Ja Leute, viel Spaß mit diesem Video. Wir sind ziemlich hoch. Man kann es erahnen, ne? Ich versuche euch mal hier einen Blick fangen. Da hinten könnt ihr sehen, dass da hinten ist tatsächlich nicht der Horizont, es sind Berge. Okay, das sieht vielversprechend aus. Freunde, wir schauen mal. Ich weiß es noch nicht. Und ich wurde gerade gesehen. Alles zugewuchert, Freunde. Schaut mal selber. Ich bin echt extrem nervös. So Freunde, ich habe die GoPro jetzt. Das ist alles sehr skurril hier. Oh Gott. Ich habe wirklich ein bisschen Schiss. Hallo? Hier war eine Toilette. Freunde, das Ding ist auf jeden Fall lost. Wow. Alles an Gerümpel steht hier rum. Das ist jetzt erstmal nur der untere Teil. Ich weiß gar nicht, ich habe jetzt keine Treppe gesehen. Hier ist einfach nur ein alter Schrank. Ist da noch was drin? Nur eine alte Matratze. Okay, Freunde, es ist eine kleine Ferienbutze hier gewesen wahrscheinlich. Die Frage ist, wie kommen wir nach oben? Da geht's weiter, aber ich komme hier nicht weiter. Ich komme hier nicht weiter. Ihr seid mitten auf einem Berg, ne? Hier geht's weiter, Freunde. Unfassbar, was ist das hier? Da ist niemand mehr drin. Aber hier im Garten, guckt euch das mal an.
Hier ist so eine Kammer. Das ist eine alte Küche. Wollen wir mal hier reingucken, ob wir irgendwas finden, was vielleicht noch irgendwie... Nee, das ist alles leer hier. Freunde. Also das ist ganz kurier hier. Das ist ganz kurier. Ich habe auch echt ein bisschen Schiss. Ich bin hier ja alleine. Da ist ein riesen Katzenfoto an der Wand. Das ist wirklich merkwürdig, Freunde. Alter, da oben war ein Vogel. Das war hier für irgendwelche Tiere. Freunde, ich muss wirklich aufpassen. Da vorne ist ein riesengroßer Fisch. Eklig. Also das ist sowas von eklig. Ich zeige euch das mal. Da, das ist doch vollkommen ekelhaft, oder? Hier ist noch ein Ledermantel. Hier ist noch sämtliches Zeugs. Also guckt euch das mal an. Fotoalben gucke ich gar nicht erst rein. Das finde ich respektlos. Hier ist noch Strothmann Original. CDs eingeschweißt. Und hier ist noch alles voller Essen. Wollen wir mal gucken, wann das vielleicht abgelaufen sein könnte? 2020. 21. Freunde, das ist noch nicht lange abgelaufen, das Essen da drinne. Da ist sogar noch Weihnachtsbier. Also ich weiß nicht, ob das ein Ferienhaus war oder wirklich, wirklich eine Wohnung. Also hier ist auf jeden Fall ein großes Ehebett. Ihr seht es ja mit hier kleinem Detail. Da ist ein Radiowecker. Die Uhr da hinten ist stehen geblieben. Hier ist Herrenkleidung drin, ne? Ganz viel Herrenkleidung. Freunde, das ist ganz, ganz gruselig hier. Hier sind noch Sachen, Prüfungszeugnis. 2000. Das sind Angelauszeichnungen, Freunde. Ich kann euch die nicht filmen aus Datenschutz. Aber was ich sehr, sehr geil finde, ist da oben dieses Steuerrad. Hier sind halt auch noch Wäscheschubladen. Da sind noch echt viele Sachen drin, Freunde. Krass. Ich mache jetzt nicht alles aufmachen. Fotos liegen hier ganz viele rum. Freunde, das ist ein reines Gruselkabinett. Vögel, Frettchen, eine Eule. Da, guckt euch an, ein Adler, ein Mäusebossard, eine Gans. Und, oh, und hier geht's weiter. Marder, kleiner Marder, Eichhörnchen, kleine Vögel, einfach nur ekelhaft. Und hier ist eine eklige Clownspuppe, Freunde. Da unten ist noch so ein kleines Casino. Hier sind extrem viele Bücher in so einer Holzkiste, wie ich finde, ganz schick. Viele, viele persönliche Fotos. Ich werde auch hier deswegen den Tisch nur vom Weiten filmen, weil es ist überall was drauf, was ich sonst pixeln müsste und ich habe keine Lust dazu. Dann haben wir hier eine Sitzgruppe. Ziemlich schön, finde ich. Ich versuche jetzt mal für euch hier vorsichtig durchzukommen. Hier ist ein Schrank mit. Ih, die Bonsche sehen alle schon total verlaufen aus da drin und die Kekse alle angegraut. Da sind ganz viele Sachen drin. Da sind noch CDs und DVDs. Ihr seht ja selber Bier- und Schnapsgläser. Oh Gott, das ist hier alles schon voll schimmelig und Rattenkacke ist auch schon überall. Hier sind zwei DVD-Player. Die hatten also auch einen Fernseher hier. Eine schöne alte Uhr. Und natürlich ein Wildschwein. Das finde ich ganz, ganz furchtbar. Aber hier sind auch schöne Details. Guck mal hier. Grahams. Section of Ports. Keine Ahnung, was das ist. Aber hier ist ein kleines Schiff. Und hier ist auch so eine richtig, richtig alte Lampe. Die hat auch richtig Stil, Freunde. Finde ich richtig, richtig schick. Hier ist eine Kuhglocke. Vermutlich aus Bayern. Also dieses Fell hier, also dieses Wildschwein, finde ich einfach nur furchtbar ekelhaft. Und auch dieses Bild ist extremst gruselig. Ja, Freunde, auch hier richtig viele Details. Der Kalender, ich kann nicht ausmachen, wann die Kalender sind. Hier sind noch Holzsachen. Was haben wir hier noch? Oh, Freunde, hier ist so eine halbe Nackibedei-Dame. Hier ist ein, seht ihr selber, ein Pissoir.
Ah, das ist ein Badezimmer. Ziemlich verwinkelt. Hier sind überall Jacken ohne Ende, Klamotten. Hier alles voll. Das sieht ja auch geil aus. Guckt euch mal diese Zahnputzbecher und so an. Hier sind überall maritime Sachen. Hier sind Muscheln. Großes Fass. Ganz, ganz viel Werkzeug. Hier ist noch ein Rasierer. Von Grundig. So ein ganz billiger. Und eine Waschmaschine seht ihr ja auch. Ich weiß ja nicht, geht denn hier noch das Wasser? Ja, von dir kommt noch Wasser raus. Aber ich glaube, es ist nur noch der Rest. Nee. Nein. Das geht noch. Zum größten Teil geht das noch. Ich bin jetzt mal gespannt, ob hier noch der Strom geht. Hier ist auf jeden Fall das Klo. Das ist komplett verschimmelt. Und da hängt auch eine Outdoor-Jacke. Hier ist auch noch ein Präsent. Also Freunde, ich bin hier sehr nervös in diesem Haus. Ich kann euch gar nicht sagen, warum. Hier ist noch eine Kammer. Ja, also hier geht das Wasser nicht. Der Strom ist auch nicht eingeschaltet, Freunde. Nein. Hier ist der Eingangsbereich. Krass. Guckt euch das mal an. Das ist alles voller Spinnweben. Hier war 10 Jahre niemand mehr. Aber diese Glocke ist auch geil. Unfassbar, dieses Bild. Guckt euch das mal an. Das sieht irre aus. Ja, und hier ist halt, wie ihr seht ja selber, jetzt gehen wir nochmal in die Küche. Denn hier ist noch eine Küche. Das ist wirklich eine Mini-Mini-Küche. Aber es tut seinen Zweck, es reicht ja. Es ist alles da. Ihr seht, hier war auf jeden Fall ein Hund. Da ist alles, aber guckt euch das mal an, das ist alles voller Rattenkot hier. Der Kühlschrank ist komplett verschimmelt. Das Bier da drinnen wird auch, glaube ich, keiner mehr trinken wollen. Und hier halt das Fliegending, alles weist darauf hin, dass hier seit Jahren keiner mehr war. Das ist wirklich alles alt. Guckt euch mal dieses alte Besteck an. Uah, guck mal, ey, das sind Holzbretter, die sind komplett verschimmelt. Boah, nee, Freunde. Und da ist noch Maggi, das findet man noch überall. Wann ist das denn abgelaufen? 2012. Boah, nee, Freunde. Also ich muss hier raus. Ich fand's gruselig, ehrlich gruselig, dieses Haus. Ich hätte mich hier nicht wohl gefühlt. Okay, Freunde, ich habe einen Abfallkalender da hinten gefunden. Der ist von 2018, 2019. Und was ich hier nochmal richtig geil finde, hier ist ein Telefon. Aber gehen tut das, glaube ich, nicht mehr. Nein, das ist still. Aber guckt es euch an, richtig geil. Der ist so gruselig, Freunde. Der steht hier draußen. Und guck mal, hier so eine Outdoor-Lampe. Holland-Klotschen und hier so ein Rädchen als Deko. Finde ich ganz cool. Ich wollte mit euch hier nochmal gucken. Der hat sich hier eine kleine Terrasse hingebaut. Und wisst ihr was? Hier liegen sogar noch Ostereier. Der hatte wirklich, das gehört alles dem. Dieser ganze Berg hier. Ist das krass. Nicht schlecht, Freunde, nicht schlecht. So, was muss man erstmal haben? Aber hier geht es auch nochmal lang. Hier ist auf jeden Fall die Klärgrube. Dann hat er hier noch was. Ich zeige euch das mal. Da ist noch ein Schuppen. Und es geht hier wirklich an so einem Berghang. Geht das hier lang. Und dann, hier mag ich gar nicht weitergehen, ist hier noch ein Schuppen. Und ich habe Angst, dass ich hier irgendwo einkrache. Ja, krass. Unfassbar. Hat er hier noch Schuppen gehabt. Gut, hier ist jetzt nicht mehr so viel zu sehen. Aber irgendwie finde ich es geil, aber irgendwie finde ich es auch scheiße unheimlich hier oben, muss ich euch ehrlich sagen. Ich kann euch gar nicht sagen, warum. Ich finde es einfach unheimlich. Ich meine, wenn man das wieder in Betrieb nehmen würde, müsstest du hier alles freischneiden. So, Freunde, wir leuchten hier nochmal rein. In diese Küche konnten wir eben nicht rein, aber da ist auch nichts. Ja, hier geht auch eine Treppe runter zu diesem Verschlag hier. Naja, und da war hier unten ja auch noch diese Wohnung drin, ne? Das hat schon irgendwie Stil, Freunde. Ja, hier ist auch noch eine Eingangstür. Aber ich glaube, das ist diese... Ach, das ist nur eine Abstellkammer. Da muss ich jetzt nicht rein. Leute, es fängt an zu regnen.
Ich möchte aber hier nochmal hin. Hier ist nämlich noch eine zweite Hütte. Ob die verlassen ist, das weiß ich allerdings nicht. Denn hier ist ein Schloss vor. Nee, Freunde, das gehört dazu. Das ist nur ein Schuppen. Aber wie gesagt, was zu ist, bleibt zu. Verkrümeln wir uns. Ah, hier geht's wieder zu dem Haus da oben, wo ich gerade herkomme. Jetzt versuchen wir mal, uns wieder runterzuschlagen. Ich werde euch das jetzt nochmal mitfilmen. Da unten ist nämlich auch noch ganz spannend. Da stehen noch ein bisschen so halbe Fahrzeuge. So. Heiko wartet unten auf mich. Außen durchs Gestrüpp. Und jetzt. Hier ist tatsächlich noch eine Lampe. Du Scheiße. Ja, guck mal, da ist noch ein Holzlager. Und ein sehr, sehr alter Hänger. Das sieht man, dass der einige Jahre nicht bewegt ist, wobei ich mir hier nicht sicher bin, ob die Leute, die da unten wohnen, sich hier nicht vielleicht mal Holz wegholen. Und schaut mal hier. Was ist denn das? Da geht ein Stahlseil hoch. Das hat wahrscheinlich mal irgendwie, vielleicht haben die hiermit damals ihr Essen hochbefördert. Ich weiß es nicht. Ja, Freunde, abschließend ist halt noch das hier. Na, das ist eine Garage. Ja. Oh, guck mal hier, West. 10 Mark. Nee, 10 Euro. Das war es noch günstig. Mittlerweile kannst du das ja nicht mehr bezahlen. Naja, und dann hat sie hier noch einen alten Hänger. Wobei der auch noch eigentlich gut aussieht. Also der hat auch noch keine Plattenreifen. Vielleicht wird er auch noch genutzt. Ich sage ja, manchmal benutzen andere Bauern hier das als einfach als Unterstand. Weiß man nicht. So, Freunde, das war's mit diesem Abenteuer. Wenn es euch gefallen hat, kommentieren, lamentieren, abonnieren. Vielen Dank an Heiko, dass er hier aufgepasst hat. Sein Kanal ist wie immer verlinkt. Reality Urbex. Ich muss es noch einmal überfliegen. Heiko hat mich gewarnt. Ich werde aber nur eine kurze Aufnahme machen. Da vorne klart der Himmel wieder auf. Ich sage jetzt erstmal ciao auf Elbkörper TV. Bis zum nächsten Abenteuer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Elbkörper TV, Urbex, Pilgern und Outdoor.